Morgen. Heute wird's spannend. Also für mich, für euch, das müssen wir noch sehen. Aber für mich wird es auf jeden Fall spannend, weil ich heute eine neue Technik lerne, beziehungsweise mir selber beibringe. Ich stricke heute eine neue Technik und zwar Halbpatent. Ja, man soll es nicht glauben. Ich stricke jetzt seit 7 Jahren und habe in der ganzen Zeit noch keinerlei Arten von Patent gestrickt. Kein falsches Halbvollnetz, was es auch gibt. Habe ich nicht. Der Grund ist ganz einfach, ich finde es nicht schön. Ja, tut mir leid für alle Fans von Patent, aber ich kann auch gar nicht genau sagen, was ich daran nicht schön finde. Das sieht immer so. Ich weiß nicht, so zu. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht ändert sich auch meine Meinung heute, wenn ich es stricke. Und auf einmal sage ich, boah, Patent macht mega Spaß, total hübsch. Kann sein, wer weiß. Ich will es wirklich nicht von vornherein ablehnen. Deswegen mache ich es ja auch, weil ich will ja über meinen Tellerrand hinausschauen. Ich will ja mal andere Dinge machen. Und in dem Fall auch Dinge, die ich vielleicht eigentlich nicht so hübsch finde. Lange Rede, kurzer Sinn. Halbpatent ist heute dran. Der Plan ist, einen Loop zu stricken. Ich habe mir auch schon Wolle rausgesucht. Und die passende Nadel dazu. Die lagen jetzt hier in so einer Keksdose. Deswegen gerade der Krach. Wolle, Nadel. Für mich ein bisschen ungewohnt. Nadelstärke 6 stricke ich echt selten mit. Mal schauen. Als erstes werde ich jetzt eine Maschenprobe stricken. Ich habe mir auch schon zwei Videos rausgesucht. Einmal für Halbpatent in Reihen und einmal. Nee, Quatsch. Beides mal Halbpatent in Reihen, aber zwei verschiedene Techniken, weil es anscheinend zwei verschiedene Techniken gibt. Einmal mit Umschlägen und einmal mit tiefer gestochenen Maschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Ganze muss ich dann natürlich für den Loop umwandeln auf in Runden, aber das ist, glaube ich, super einfach. Wenn nicht, gucke ich mir da auch nochmal ein Video zu an. Die einzige Sache, die ein Problem werden könnte, Betonung auf könnte, weil ich weiß noch gar nicht, ob es ein Problem werden kann überhaupt, ist, dass ich combined ne Ding stricke. Das heißt, meine linken Maschen stricke ich ja anders als viele in Deutschland. Und dadurch liegen meine linken Maschen immer anders auf der Nadel. Was für mich normalerweise gar kein Problem ist, weil ich ja weiß, wie ich es handeln muss, könnte in diesem Fall vielleicht problematisch werden. Ich bin mir nicht so sicher. Werde ich dann sehen. Vielleicht ist es aber auch gar kein Problem. Als erstes stricke ich jetzt mal eine Maschenprobe, um zu schauen, wie viele Maschen ich dann in etwa brauche für den Loop. Los geht's. Ich habe jetzt die ersten paar Reihen gestrickt. Das ist die Vorderseite.
mega dehnbar, also ganz okay. Technik war jetzt auch irgendwie nicht so kompliziert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ist auch nur Halbpatent, ist nicht Vollpatent, ne? Das soll ja noch komplizierter sein. Ja, fand ich jetzt überhaupt nicht kompliziert. Die Rückseite, muss ich sagen, finde ich absolut hässlich. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber also entweder weiß ich nicht, ob ich da einfach noch nicht geübt drin bin und deswegen sieht es so komisch aus, aber diese komischen breiten Maschen, also ich finde es einfach. Das finde ich einfach null hübsch. Also wirklich null. Ich kann dem gar nichts abgewinnen. Vorderseite, okay. Aber die Rückseite. Ich hadere jetzt auch gerade mit meinem Plan, da einen Loop draus zu stricken. Weil ich finde es halt auch mega löchrig. Also ich. Man kann ja echt durchsehen. Ich mag das immer nicht bei Stricksachen, wenn man da so die. Also auch so ist es bewusst natürlich, ne? Es gibt ja schöne Lochmuster. Aber wenn ich daraus einen Loop mache, da zieht der Wind ja durch jede Masche durch. Was mache ich jetzt? Kleinere Nadelstärke? Also, ich habe jetzt die Nadel gewechselt. Ich bin von Nadelstärke 6 auf Nadelstärke 4 runtergegangen. 4. Ich glaube, das Garn ist für eine Nadelstärke 8 bis 10 oder so. Ich zeige es euch jetzt mal. Ihr könnt mal raten, ab wo ich die Nadel gewechselt habe. Also, ja, okay, also. Seht ihr den Unterschied? Also ich irgendwie nicht. Auf der Rückseite, nein, die hätte ich euch nicht mal zeigen. Also auf der Rückseite sehe ich tatsächlich einen Unterschied. Da sieht man ab hier ungefähr, ja, sind die Maschen kleiner, definitiv. Auf der Vorderseite, ich sehe nicht wirklich einen Unterschied. Selbst wenn ich es weit weg halte, nicht. Ich weiß ich nicht. Ich finde es auch von der Dichte auch macht es auch keinen Unterschied. Und ich hadere jetzt wirklich an dem Vorhaben mit dem Loop, weil ich finde auch, also so schön dehnbar das in die Richtung ist, ist es in die Richtung sehr fest. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Also es ist wahrscheinlich durch diese Maschen sehr starr. Also für einen Schal, den man sich so rumlegt, stelle ich es mir gut vor. Für einen Loop, der so geplant war, stelle ich es mir zu. Ich weiß nicht. Aber einen Loop so rum. Fände ich jetzt auch komisch, oder? Ich habe mich zuerst so gefreut, weil die Technik ist wirklich nicht kompliziert und auch, ach so, mit Combined-Knitting macht überhaupt keinen Unterschied. Also wenn man sonst mit Combined-Knitting klarkommt und weiß, worauf man achten muss, kommt man auch hierbei super klar. Also man sieht es ja, das ist ja, ne, so alles wunderbar. Was mache ich denn jetzt? Ist jetzt übrigens die Technik mit den Umschlägen.
Und die stören mich nicht so, wie ich gedacht hätte. Also ich dachte, ich hätte, würde sie als nervig empfinden. Aber dadurch, dass man das so wie in einem machen kann mit dem Abheben der Maschen, finde ich überhaupt kein Ding. Ich überlege, ob ich überhaupt die andere Technik mit den tiefer gestochenen Maschen noch austeste oder nicht, weil das war so meine Alternativvariante, falls mir diese Umschläge irgendwie zu nervig sind. Sind sie aber nicht. Also glaube ich, lasse ich das andere. Viel wichtiger ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Ich hab's jetzt. Keine Sorge. Keine Sorge. Der Gedanke beim Loop war ja, dass ich einfach ein kurzes Projekt habe zum Einstieg, bei dem ich die Technik üben kann. Okay, Technik üben, habe ich jetzt gemerkt, brauche ich nicht wirklich, weil das ist ja wirklich immer nur zwei Reihen, die man sich merken muss und die sind relativ simpel. So, und als ich jetzt hier dann saß und darüber nachgegrübelt habe, was ich jetzt mache, was für ein Projekt draus wird, dachte ich so, Mensch, Sarah, wirklich, du machst es dir zu kompliziert. Manchmal muss man sich einfach nur daran erinnern, was man selber gesagt hat. Also für einen Schal, den man sich so rumlegt, stelle ich mir gut vor. Und zwar, Moment, ich zeig's euch. Tada! Also, ich habe Reste rausgesucht, beziehungsweise Reste aus Schwarz und grüner Spendenwolle, die ich noch hatte, beziehungsweise das ist tatsächlich meine eigene Wolle, das ist Spendenwolle. Dann habe ich hier noch einen Rest, wo ich noch nicht weiß, ob ich den mit verbrate quasi. Aber das hier wird auf jeden Fall ein Schal im Halbpatentmuster und nicht wirklich Malt-Knitting wahrscheinlich, sondern eher so Colorblock-mäßig, aber zweifädig verstrickt, also mit diesen schwarzen Resten hier. Und das hier, das Knäuel, muss ich gleich erstmal teilen, sodass ich von dem Hellen ins Dunkle und wieder zurück ins Helle gehen kann. Soweit der Plan. Ob ich die Reste verwende, muss ich mal schauen, je nachdem, wie weit ich hier so komme. Kann ich irgendwie gerade noch nicht so richtig abschätzen. Werde ich dann, glaube ich, sehen. Ja, soweit der Plan. Los geht's. Ich habe jetzt ein paar Reihen hinter mir und ich merke tatsächlich, dass ich mich doch etwas konzentrieren muss. Zum einen auf der einen Seite den Umschlag nicht zu vergessen, wenn man die linke Masche abhebt. Ja, genau, den Umschlag nicht vergessen beim Abheben. Und auf der Hinreihe dann, das muss ich aufpassen, dass mir der Umschlag nicht vor dem Abstricken schon von der Masche rutscht. Das ist mir jetzt ein paar Mal passiert. Also da muss ich ein bisschen drauf achten. Ansonsten strickt sich's echt entspannt. Ich stricke jetzt tatsächlich auch das Zweifädige hier mit der Nadelstärke 4. Ich weiß, ich stricke einfach sehr locker. Immer. Also ist generell, wenn auf einer Banderole irgendwie 5 steht, dann bin ich mit 3,5 oder so unterwegs. Von daher ändert sich das natürlich auch bei einem Halbpatent nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie das mit dem Zweifädigen jetzt wirkt. Morgen! Ich bin gestern auch sehr weit gekommen. Ja, ganz drauf, ja. Also als Loop würde es jetzt einmal um meinen Hals herumgehen. Aber es wird ja ein Schal. Und ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Das Einzige, was ich irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Moment.
Seht ihr das hier, die Kante auf der einen Seite, also auf der anderen Seite nicht, seltsamerweise. Da sieht die wunderschön aus. Hier sieht sie irgendwie sehr aus. Aber weiter oben, ich weiß nicht genau, ich muss noch mal rausfinden, was ich da anders gemacht habe. Oh. Aber irgendwas habe ich anders gemacht, dass es jetzt auf der Seite auch schön aussieht, so wie auf der anderen Seite. Ich habe übrigens nur noch so viel von dem hellen Grün übrig. Und dann ist ein Farbwechsel angesagt zu dem Grün. Und ich freue mich schon drauf, weil Farbwechsel sind immer irgendwie, die bringen irgendwie immer Schwung und neue Energie rein, habe ich das Gefühl. Ich bin von dem, also, ne, schön elastisch, wunderbar. Ich bin vom Aussehen immer noch nicht begeistert. Vor allem von der Rückseite nicht. Aber es ist okay. Und ich habe auf jeden Fall jetzt den Groove raus und ich weiß, wie Halbpatent funktioniert und weiß, dass es wirklich nicht schwierig ist. Nächste Stufe ist dann natürlich Vollpatent. Aber erstmal den Schal zu Ende stricken. Und das heißt für mich jetzt eigentlich, es bleibt nur noch eins zu tun, und zwar zu stricken. Und zwar viel. Sehr, 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 sehr viel. Morgen. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Wochen an diesem Schal dran mit dem Halbpatent. Und habe auch schon echt gut was geschafft. Also ich bin jetzt auf der Rückhälfte wieder, auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Also ich habe mit dem hellgrünen angefangen, dann kam ein dunklerer Teil und dann in der Mitte quasi ein ganz dunkler Teil und jetzt gehe ich wieder zurück. Also jetzt wird es wieder heller und ich bin schon quasi bei dem ganz hellen Teil angekommen, aber es fehlt mir jetzt, glaube ich, noch so ein Stück ungefähr. Ich hänge ein bisschen durch. Also ich schwanke wirklich im Verlauf dieses Schals, schwanke ich immer zwischen, oh, total entspannt, dieses Halbpatent. Also auch wenn mir die Rückseite immer noch nicht gefällt, so wie sie am Ende aussieht, aber gut, das ist eine andere Sache. Zu stricken ist es super entspannt, weil es halt total einfach ist, wenn man es einmal raus hat und ich kann nebenbei quatschen und beim Kaffee trinken und sonst irgendwie Film gucken. Alles überhaupt kein Problem. Von daher total super. Und dann kommen wieder Phasen, wo ich denke, boah, jetzt es zieht sich aber und es ist langweilig und ich würde gerne mal was anderes stricken. Also ich habe natürlich auch noch, ich habe gerade auch noch Socken nebenbei, die ich auf der Nadel habe und so weiter. Oh, ich möchte jetzt gerne, dass dieser Schal fertig wird. Naja, aber ich glaube, also ich bin jetzt auf dem letzten Stück. Mal schauen, ich habe gerade wieder eine Filmübersetzung auf dem Tisch, deswegen schwankt meine Zeit so ein bisschen hin und her. Ich muss jetzt gleich erstmal ein bisschen was arbeiten, aber dann werde ich auf jeden Fall heute Nachmittag noch stricken können und dann, ja, hoffe ich, also weil es ja wirklich nur noch so ein Stückchen ist, dass ich es morgen fertig bekomme. Wäre gut, damit das Video am Freitag raus kann. Das wäre gut, weil ich würde gern langsam mal was anderes stricken. Naja. Ja, also wie gesagt, ich werde erst noch ein bisschen arbeiten und dann weiter stricken. Kurzer Zwischenstand. Ich bin super gut mit der Übersetzung vorangekommen, deswegen hatte ich jetzt heute Nachmittag relativ viel Zeit zum Stricken. Und mal gucken, wie ihr das sehen könnt. Hier, das am besten zeige. Das ist jetzt gut. Alles, was von dem Grün übrig ist und dann noch so ein bisschen schwarz. Und ich habe jetzt gerade schon mal anprobiert und der ist eigentlich auch lang genug. Habe den ausgemessen, der ist, was war es, ich glaube um die 1,80. Also, dass man zweimal rumbekommt. Ja, ich werde dann jetzt mal abketten. Und dann, ach so, ja, genau.
Dann, ich habe überall noch, ich könnte das sehen. So, jetzt. Überall noch, wo ich die Fäden verbunden habe, nicht nur natürlich von dem Schwarz, sondern auch von dem Grün überall. Ja, die muss ich gleich noch... Kamera. ja, die Fäden muss ich gleich noch abschneiden. Ich habe die Enden halt mit diesem Knoten verbunden, wo man angeblich ganz nah am Knoten abschneiden kann, weil der wohl super gut hält. Also wo man die so, weiß nicht, die zwei Fäden so verknotet und dann zieht und dann rutschen die so aneinander. Kennt ihr das? Magic Knot oder Frankfurter, ich bin mir nicht so ganz, Frankfurter Knoten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der heißt. Damit habe ich auf jeden Fall die Fäden verbunden und deswegen glaube ich auch, dass ich die relativ dicht quasi abschneiden kann, dass man dann nicht überall diese Fäden sieht, weil das sieht bis jetzt, also im Augenblick, nicht so hübsch aus. Ja, und dann wird jetzt abgekettet. Fertig. Ah, das waren jetzt ganz schön viele Fäden, die ich jetzt noch abschneiden musste. Also ich habe ja auch enorm viele Reste hier drin verstrickt. Ich habe noch gar nicht nachgemessen. Ich muss mal... Moment, ich muss mal die Waage suchen. Okay, ich habe es jetzt, ausgewogen. Gewogen? Ich habe den Schal jetzt gewogen. Also ich habe den Schal jetzt gewogen und er wiegt ungefähr 320 Gramm. Das heißt 320 Gramm an grünen und schwarzen Resten. Von den Grüntönen ist tatsächlich, also sind ja drei verschiedene Grüntöne, von denen ist tatsächlich nichts übrig geblieben. Wenn nicht irgendwo sich noch ein Knäuel versteckt hat, kann ich natürlich nicht garantieren, aber... soweit ich weiß, habe ich alle von diesen grünen Resten hier jetzt verbraucht und meine schwarzen Reste sind auch extrem geschrumpft. Also ich hatte ganz viel von so kleinen, ich weiß nicht, wahrscheinlich 20 Gramm oder so Knäueln. Deswegen halt auch die ganz vielen Fäden. Ja, aber 320 Gramm weniger an Wollresten und Spendengarn. Ich bin immer noch auf meiner Mission. Spendengarn und Wollreste verstricken. Sieht bis jetzt gut aus. Zum Schal, also Halbpatent war ja das Ziel zu lernen. Habe ich jetzt gelernt. Ist super einfach. Ich habe jetzt natürlich keine Zunahmen und Abnahmen und so weiter gestrickt. Aber das auch deswegen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt nicht für mich so interessant für dieses Halbpatent, weil ich weiß, dass ich glaube, Halbpatent nicht wieder stricken werde, weil ich die Rückseite einfach ganz, ganz schrecklich finde. Es tut mir so leid, aber so gern ich es auch gestrickt habe, so schrecklich fand ich die Rückseite. Deswegen habe ich mir jetzt einfach nicht die Mühe gemacht, Zunahmen und Abnahmen bei Halbpatent zu lernen. Ich habe ja aber auf jeden Fall auch noch vor, Vollpatent zu lernen. Und da werde ich dann definitiv mir ein Projekt raussuchen, wo ich auch Zunahmen und Abnahmen stricken muss, wie eine Mütze oder ein Loop mit Muster oder irgendwie sowas. Also, ja, das wird definitiv irgendwann noch kommen. Am Ende hat sich's echt gezogen. Ich war zwischenzeitlich ein bisschen motivationslos, muss ich sagen, weil es halt so nach, ich sag mal, nach dem ersten Meter, wenn man dann so den Dreh raus hat und es ist wirklich für abends auf der Couch sitzen, war es ein schönes Projekt. Aber jetzt ist es doch gut, dass es vorbei ist und ich mich auf was Neues stürzen kann.
Ja, dann zeige ich euch mal das Endergebnis, wie es aussieht, wenn man diesen Schal trägt. Er ist echt mega lang. Oh, Hilfe. Okay, also meine Haare sind heute eh schon... Jetzt sind sie es wahrscheinlich noch viel mehr. Okay, oh. Also. Mega dick, mega warm. Mir ist jetzt schon mega warm. Ich weiß gerade gar nicht, ob man es so richtig erkennen kann, die drei Farben. Ganz hell, dunkel, ganz dunkel. Hält warm, ist lang, wie gesagt, ich glaube ungefähr 1,80 lang und ja, je nachdem, wie man den zieht. Aber ich glaube, es waren so ungefähr 30 cm breit. Also auf jeden Fall schön warm um den Hals, wer den dann um den Hals trägt. Oder auch, ich habe mir sagen lassen, dass obdachlose Menschen Schals auch gerne um den Bauch wickeln. Ja, Bauch. Das Ding heißt Bauch. Bauch und Rücken einfach auch als Wärmeschutz nachts. Deswegen sollte der halt auch lang genug sein und natürlich auch eine gewisse Breite haben. Ist ein bisschen länger geworden, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also der so ein Stück und so ein Stück bleiben hier übrig. Ich glaube, das ist eine ganz gute Länge. Ich muss sagen, es wäre eine Länge, die ich auch tragen würde. Zweimal rumwickeln. Jo. Also mir gefällt der. Aber ja, er wird gespendet. War ein schönes Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin gestern noch...